adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab? Und damit ein ganz herzliches Willkommen endlich wieder zu einem weiteren Video hier auf YouTube. Heute kümmern wir uns um einen ganz speziellen Trading-Tipp, den meiner Meinung nach besten Trading-Tipp. Wenn ihr einfach nicht so viel Zeit habt, mit einem ganz, ganz geringen Zeitaufwand, könnt ihr hier ganz, ganz große Gewinne fahren. Es geht um überteuert verkaufen und ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Tagen in meinen Stories gesehen. Viele, viele Fragen kamen jetzt dazu. Ihr wisst, ich bin gerade in der Prüfungsphase, weshalb nicht ganz so viel Content kommt, keine Streams. Ist bald vorbei, 11.2. habe ich meine letzte Prüfung für dieses Semester. Auf jeden Fall geht es ums überteuert verkaufen und da mich einfach so viele Leute angeschrieben haben, Junge, wie machst du das überhaupt, was für Spieler nimmst du, erkläre ich hier in diesem Video ganz einfach die Methode überteuert verkaufen für unterschiedliche Budgets, für ein Low Budget bis 100k, von 100 bis ungefähr 1 Million und von über 1 Million, ganz aufgeteilt, ganz konkret jede, ja, Basic Frage von überteuert verkaufen, damit ihr das Ganze in Ruhe hier erklärt bekommt. Über Instagram ist es einfach relativ schwer, weil man da schon relativ viel zu erzählen kann. Was ist jetzt überteuert verkaufen überhaupt? Ich denke, die meisten von euch, ja, können sich das schon denken, haben schon mal was davon gehört. Überteuert verkaufen bedeutet einfach einen gewissen Spieler, egal wen jetzt erstmal, deutlich über den Marktpreis zu verkaufen. Nicht, weil jetzt irgendwie der Spieler angestiegen ist und weil ihr deshalb Profite gemacht habt. Das ist das sogenannte Flipping. Sondern weil ihr diesen Spieler einfach clever draufstellt und irgendeiner, dem seine FIFA-Coins nicht ganz so wichtig sind, halt einfach nicht nachgedacht hat, nicht den Preis genau nachgeschaut hat, wie viel ist der denn jetzt wert und einfach den Spieler abgekauft hat. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich alle in den Aufnahmen von der Crew. Das ist einfach das beste Beispiel, wenn Tizi sich so einen Spieler sucht, der unter 100k kostet. Die gucken da nicht nach dem billigsten, die holen sich den nächsten, den sie da finden und fertig. Das ist jetzt nicht schlimm für die, aber das ist einfach was, wo wir Profit schlagen können. Also überteuert verkaufen basiert eigentlich nicht auf dem Markt oder auf sonstigen, sondern auf Unachtsamkeiten von anderen Spielern, ja. Und natürlich gibt es da ein paar Tipps, die ihr... wie ihr das Ganze clever gestalten könnt, werde ich auf jeden Fall alles drauf eingehen. Ihr seht das hier beispielsweise, habe ich mal gerade die Verkäufe seit gestern. Wie gesagt, diese Woche habe ich es Montag mit dem Verkaufen angefangen. Die Woche beginnt ja für den Transfererlös immer am Samstag. Die letzten 2 Wochen auf jeden Fall werde ich euch hier auch einblenden. Habe ich auf Instagram ja auch alles gezeigt. Habe ich insgesamt jeweils über 1 Million Profite, also Transfererlös, gemacht. Ich habe kein einziges Pack irgendwie verkauft oder geöffnet oder so nach dem Totti. Also habe ich 2 Millionen Transfererlös plus in 2 Wochen, was eine richtig krasse Zahl ist. Meine Liste ist auch relativ groß, aber ich werde euch gleich später nochmal genauer darauf eingehen, wen ich da überhaupt zu verkaufen, wie viel Budget ich da drin habe. Auf jeden Fall seht ihr hier Spieler wie Gnabry, wie Hazard. Hazard beispielsweise kostet, glaube ich, 20k, habe ich für 33 verkauft. Das ist ganz, ganz einfach. Ihr habt ja auch ganz viele Beispiele gesehen. Ich werde euch die hier jetzt vielleicht einfach mal so einblenden, dass ihr die ganzen schon gesehen habt. So kann man die Spieler auf jeden Fall verkaufen. Arnold Beispiel, ja, ich glaube, 35k. Gerade Profit gehabt, der ist jetzt ein bisschen gestiegen. Aber wie gesagt, es geht nicht um das Steigen, sondern einfach nur um das Verkaufen von einem Spieler, ohne dass er jetzt groß gestiegen ist. Bevor wir anfangen, das Ganze in Regeln zu verteilen, ihr habt jetzt verstanden, was ist überteuert verkaufen überhaupt? In Budgetklassen, bevor wir starten, das Ganze in Budgetklassen einzuteilen, werde ich jetzt hier auf mal ein paar kurz allgemeine Regeln eingehen, ja, die immer einfach in jeder Gehaltsklasse immer beim überteuert verkaufen beachten muss. Wie teuer stellt man den Spieler drauf? Da gibt es nur eine goldene Regel: niemals, wirklich niemals zum Maxpreis. Ihr dürft keine Spieler für den Maxpreis auf, auch wenn sie kurz vor der Range. Ich würde niemals einen Spieler zum Maxpreis verkaufen. Das ist einfach, die Banngefahr ist so groß. Ich würde es einfach lassen, ja. Und auch nicht 500 drunter. Ich würde einen deutlichen Abstand, es gibt keine Prozentzahl, keiner kennt die Prozentzahl, wo die Algorithmen das Ganze auswerten. Aber ich denke mal so bei 95% drunter solltet ihr schon sein. Ja, also wenn die Price Range jetzt bis 140 geht, nicht für 138, macht für 128. Und wenn dieser Spieler dann so hoch gestiegen ist, dann wartet entweder bis die Price Range hochgeht oder nehmt euch einen anderen Spieler zum überteuert verkaufen. Wie gesagt, das ist eine goldene Regel, die müsst ihr unbedingt beachten. Die zweite Regel ist überteuert verkaufen. Viele sagen so, ja, ich kaufe mir jetzt mal hier, keine Ahnung, zum Beispiel in deiner Story habe ich gesehen, Trent Arnold habe ich jetzt auch draufgestellt, der ist jetzt noch nicht weggegangen. Da ist halt die goldene Regel, ein Spieler reicht nicht. Ihr müsst eine Liste haben. Ich sag mal, unter 50 Spielern auf der Liste braucht ihr nicht rechnen damit, dass ihr da regelmäßig Verkäufe macht. Also ihr müsst euer Budget haben, ihr habt ein Budget von 1 Million, ihr wollt 100 Spieler verkaufen, teilt ihr also das Ganze durch 100, quasi 1 Million durch 100, durchschnittlich dürft ihr da 10k für einen Spieler drauf haben. Nicht ein Spieler für 1 Million, der wird vielleicht irgendwann weggehen, kann klar sein. Natürlich geht der auch irgendwann weg, aber das ist nicht der Sinn der Methode. Also immer eine volle Liste habt. Ich würde sagen, eine Liste über 50 ist auf jeden Fall in Ordnung. Manche wollen ja nur noch ein paar Transferlistenplätze frei haben, das verstehe ich. Also so zwischen 50 und 80 würde ich mal empfehlen.
einfach um so ein solides, eine solide Basis dafür zu überteuert verkaufen zu haben. Überteuert verkaufen, ein Spieler in 50 Mal zu kaufen, macht keinen Sinn. Viele sagen, man darf den Spieler nur einmal draufstellen und verkauft ihn dann sonst nicht mehr. Also wenn ihr jetzt zweimal den gleichen Spieler anbietet, da würde ich sagen, das stimmt nur eingeschränkt, weil wenn ihr unterschiedliche Preise habt, beispielsweise ich, wenn ich jetzt meinen, ich habe einen Varan Inform, wenn ich den zum Second Inform anbiete, da kann ich den auch gleich noch einen 100k-Deal oder so dazu machen. Also wenn ihr unterschiedliche Preise habt, zum Beispiel zweimal nacheinander Arnold für 135, würde nicht funktionieren, würde ich nicht machen. Aber einen Arnold für 135, wenn die Price Range höher wäre und für 160 oder so, da würde ich sagen, das könnt ihr schon machen. Aber ich würde trotzdem einfach viele verschiedene Spieler nehmen, weil einfach da die Wahrscheinlichkeit höher ist, auch einen Spieler zu verkaufen. Und dann noch das allerletzte und wichtigste beim Überteuert verkaufen. Das ist keine Methode wie, ich weiß nicht, ich vergleiche das halt mit dem Flipping, weil das ganz, ganz oft verwechselt wird. Flipping bedeutet kaufen, einkaufen, meist noch am gleichen, also Kauf und Verkauf direkt noch am fast meistens am gleichen Tag. Oder über die Nacht eben. Nee. Überteuert verkaufen ist eine Methode, da braucht ihr Geduld, ja? Gerade am Anfang, bis ihr eure Liste zusammen habt, kann es mal sein, dass ihr 2 Tage keinen Verkauf habt. Ich beispielsweise gerade habe wahrscheinlich so 10 Verkäufe am Tag, ja? Das sind halt nicht die Verkäufe jetzt seit, keine Ahnung, vielleicht 30 Stunden oder so, sind die alle weggegangen. Wenn die Liste irgendwann mal da ist, das läuft, das ist eine gute Methode, eine einfache Methode, kein Zeitaufwand. Aber am Anfang kann es sein, dass ihr ein bisschen Geduld braucht und eben so euch einstellen müsst auf die Trading-Methode. Geduld bedeutet nicht Zeit, Geduld bedeutet einfach nur, das Ganze ein bisschen anzuschauen und viele Spieler drauf zu ballern und wenn man einen Spieler verkauft hat, direkt wieder nachkaufen, aber nicht unbedingt viel Zeit opfern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich erkläre euch später auch noch zu dem Prinzip, wie ich das Ganze anbiete, kann ich eigentlich jetzt auch gleich machen. Also, Zeitaufwand ist ein ganz wichtiges Thema, ihr merkt es ja bei mir selber, ich habe Prüfungen, ich habe sonst was, ich habe relativ viel zu tun, ja, das wisst ihr, denke ich mal, alle. Und deshalb kann ich natürlich auch dann nicht groß was machen. Ich habe zum Beispiel einen Tag das gar nicht anbieten können wegen Prüfung. Aber sonst pro Tag 8 Mal anbieten vielleicht, 8, 9 Mal. Einfach kurz in die Web-App reinschauen, anbieten. Und dann ist ein Aufwand von 8 Minuten, denke ich, am Tag. Und dann, das Einzige, was ihr ab und zu mal machen müsst, ist, wie gesagt, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, jeden Tag, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, zu schauen, habt ihr die Preise. Also habt ihr irgendjemand zum Maxpreis angeboten? Ist mir auch schon passiert, weil ich zu wenig dann den Überblick da hatte. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr keinen zu Maxpreis anbietet. Also immer die Preise checken. Und später erkläre ich euch noch, was ihr cleverer dazu machen könnt, dass ihr halt eure Deals, die Preise eventuell auch anpasst. Ja, aber das müsst ihr bei kleinerem Budget auf jeden Fall erstmal nicht machen. Dann kommen wir jetzt auch schon hier zu, nachdem wir die goldene Regel und alle goldenen Regeln, die ich jetzt hier gerade erfunden habe, durchgegangen sind, kommen wir jetzt auch zu einem wichtigen Thema und zwar dem Budget, ja. Ich werde euch durch kurz 3 Budgetklassen, habe ich ja schon erwähnt, vorstellen. Ja, welche Spieler ihr da kaufen sollt, was ist halt die meistgefragteste Frage, die ich die letzten Wochen einfach auf meine Stories bekommen habe. Ja, wen soll ich kaufen? Ich habe das und das Budget. Erzähle ich euch jetzt. Zuerst aber mal, wenn ihr meine Flipping-Liste, wenn ihr meine überteuert verkaufen Liste sehen wollt, ihr seht, die ist auf 53 geschrumpft, ich werde nach dem Video einkaufen auf 80 wieder erhöhen, ihr seht, ich habe ein bisschen Budget, wenn ihr die sehen wollt, lasst gerne mal hier einen Daumen nach oben da, wie gesagt, ich kann sie euch jetzt nicht zeigen, weil sie noch nicht mehr fertig ist, bei 50 Daumen würde ich nächste Woche dann irgendwann während meiner Prüfung noch mal ein Video drehen und meine Liste vorstellen, damit ihr die genauso nachkaufen könnt, wenn ihr wollt. Also wie gesagt, bei 50 Likes haue ich euch meine Liste rein oder stelle euch auch vielleicht ein paar unterschiedliche Listen vor, die ihr einfach so übernehmen könnt. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, wenn ihr darauf Bock habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir kommen jetzt nämlich zum Budget und das ist nämlich, ja, ich sag mal 0 bis 100k ist so ein kleines bisschen was Besonderes. Da habe ich auch schon ein Video drüber gedreht. Das ist eine Methode, die, ja, die gehört auch zum überteuert verkaufen, aber die ist sehr, sehr einfach. Ihr kauft euch Non-Rare-Spieler aus einer beliebten Liga, aus einer beliebten Nation für 300 bis 400 Coins. Verkauft sie für 809, also für 900 plus würde ich jetzt mal so anvisieren. Also 300, 400, 500 einkaufen, 900 plus verkaufen. Ihr verdoppelt eure Coins, das geht richtig gut. Und da sage ich mal wirklich, da habt ihr Verkäufe, wenn SBCs da sind, pro Stunde vielleicht auch mal gut 10 Leute, kann gut sein. Weil die Spiele werden einfach oft gebraucht in SBCs eingesucht und gerade so bei 900 Coins denkt keiner nach. Und wenn ihr dann eine 50er, 60er, ich würde da vielleicht sogar eine 80er Liste bevorzugen, also 80 Non-Rares kaufen für 300 Münzen, das sind kaum Coins, ja. Ihr braucht, wie gesagt, unter 100k dafür. Und dann bietet ihr die einfach immer fürs Doppelte an und kauft die immer wieder nach. Ja, ihr müsst da viel nachkaufen im Vergleich zum normalen Überteuertverkauf, aber ihr macht auch viel regelmäßige Gewinne. Nicht die großen Gewinne, aber mit kleinem Budget. Auch wenn ihr jetzt sagt, ihr habt 10 Millionen, dann macht doch trotzdem eine Liste. Wenn ihr die Transferlistenplätze frei habt, dann macht ihr ordentlich eure Profite und ich meine, mehr Coins schaden einfach nie. Also wie gesagt, Non-Rares als kleines Budget, kommen wir dann auch zu dem mittleren Budget. Ich würde mal sagen, zwischen 100 und 1 Million, 100k und 1 Million. Da geht es dann für mich um beliebte Goldspieler.
also einen Jesus, irgendwelche Premier League Spieler, natürlich müsst ihr da aufpassen. Wenn ihr da einen für 2k findet und eine Price Range bis 10, da könnt ihr den für 7k draufstellen. Also das ist zum Beispiel optimal. Ihr könnt aber auch billige Informs nehmen, die beispielsweise gerade relativ nah am Abschlusspreis sind, wo ihr dann einfach den Spieler oder einen Wants to Watch wie Hazard beispielsweise, wo ihr dann einfach 10k drüber draufstellt. Da macht ihr schon 10k pro Card, ist ordentlich, und auch hier habt ihr einfach eine breite Liste dann. Mit 1 Million kann man auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Liste aufstellen. Und wie gesagt, ich würde euch dann billige Non-Res empfehlen. Ihr findet unter 10k halt leider keine Special Cards. Also könnt ihr auf jeden Fall die Karten nehmen, die beliebt sind aus der Premier League beispielsweise. Oder dann billige Special Cards wie Wants to Watch oder Informs. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ihr habt über 1 Million pro Erlös, beziehungsweise Platz auch, Coins, Budget, das ihr irgendwie verwenden könnt, dann kann man das Ganze natürlich schon im größeren Maße anfassen. Ihr seht ja hier schon beispielsweise in Lukaku, das sind Karten, einen Trent Alexander-Arnold. Wenn ihr 100 davon drauf habt, da habt ihr schon ein großes Budget. Habe ich jetzt auch nicht. Ich habe so einen Mix aus den beiden Listen quasi. Nainggolan beispielsweise, teure Karte. Da sind halt die Aufschläge größer, ja. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr ein größeres Budget habt, auch größere Aufschläge machen. Ich beispielsweise hier Lukaku habe ich für 48 verkauft, habe gesehen, der liegt bei 40k, habe ihn dann direkt in der nächsten Stunde mal für 56 draufgestellt, also ein 15k Aufschlag ist direkt weggegangen. Ich zeige euch hier beispielsweise mal einen Screenshot von einem guten Deal. Ich habe, ich glaube, in den letzten 2 Wochen 3, 4, 500k Deals gehabt, schon einige auf jeden Fall. Auf jeden Fall Timo Werner 150.000 Münzen eingekauft, für 249 verkauft, das ist ein Profit von 100.000 Münzen, das ist echt ordentlich, das sind 100k Deals. Ich brauche da nicht groß drum reden. 100k Deals sind 100k Deals. Ihr kauft euch einen Spieler, der teuer ist, wie beispielsweise ich, Timo Werner. Ich hatte auch Ben Yedder beispielsweise schon verkauft. Stellt ihn einfach 100k drüber drauf. Das könnt ihr machen. Ihr könnt einen Inform zum Preis vom Second Inform verkaufen. Ihr könnt irgendwelche Special Cards, die blau sind, und eine höhere Special Card, die blau sind, auch ähnlich für ähnliche Preise verkaufen. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Das heißt, ihr könnt bei einem höheren Budget einfach viel variieren. Also Second Inform Preise beispielsweise übernehmen, einfach nur 100k Deals, und wie gesagt, allgemein gilt halt, wenn ihr einen höheren Aufschlag auf eine Karte drauf habt, wie beispielsweise bei Werner, dann kann es sein, dass er sich öfters nicht verkauft, aber wenn er sich einmal verkauft, dann macht ihr natürlich viel mehr Gewinn. Wenn ihr Werner jetzt mit 10k drüber macht, also natürlich abzüglich der EA Taxes, dann werdet ihr den öfters verkaufen, habt aber nicht so das krasse Budget. Und gerade bei über 1 Million kann man schon mal größere Aufschläge wagen. Ich bin ein Freund von ganz großen Aufschlägen. Ich biete lieber meine Spieler ganz, ganz teuer an. Muss ich sie weniger nachkaufen, und wenn sie am Ende verkauft sind, habe ich sogar einen größeren Profit. So Jungs, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr ausführliches Video. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie überteuert Verkaufen funktioniert. Ist eine ganz simple Trading-Methode. Ich hoffe, ich bin jetzt auf alle Regeln eingegangen, welche Spieler ihr nehmen sollt. Wie gesagt, wenn ihr meine persönliche Liste haben wollt, dann lasst einen Daumen da. Ab 50 Likes würde ich sagen, haue ich ein nächstes Video raus. Wird aber wahrscheinlich jetzt nächste Woche kommen. Und ansonsten, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne hier auf Instagram abonnieren. Mr.Foodlovers, blende ich euch hier ein. Einfach abonnieren. Könnt mir gerne per Privatchat einfach Fragen stellen. Ich beantworte alles. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig, als Danke zu sagen für den Support, Jungs. Ich freue mich, wenn die Prüfungen wieder vorbei sind, wenn wir wieder Daily Uploads haben, wenn wir Streams haben. Und ja, ich bin raus, Jungs. Macht's gut und ciao.